Hi meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Juli-Favoriten und ich würde sagen, wir starten auch gleich, denn es sind einige Produkte und ihr wisst, ich liebe Favoritenvideos und ich liebe es, mit euch Make-up zu teilen. Ich habe zu diesem Look übrigens ein komplettes Video abgefilmt, das Catrice Sortiments-Update. Müsste es schon online gegangen sein, das ist einer von den Looks. Dementsprechend würde ich sagen, wir fangen gleich. Kurzer Disclaimer, ich habe gesehen, dass über 70% der Leute, die meine Videos schauen, meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Falls ihr das machen wollt, um keine Videos mehr zu verpassen, das ist kostenlos, klickt doch gerne auf Abonnieren und abonniert meinen Kanal. Ich würde sagen, wir fangen chronologisch an und für mich spielt SPF eine unfassbar große Rolle. Dementsprechend zeige ich euch jetzt meinen absolut liebsten SPF. Und zwar ist das der Amphalias Gedöns von La Roche-Posay. Oh mein Gott, ich liebe den wirklich. Der ist so schön flüssig und der hat so eine nicht ganz weißliche Farbe, sondern der hat so ein, ich weiß nicht, so, der ist so... Der ist so richtig schön leicht und so ein kleines bisschen glowy. Der ist wirklich invisible. Steht auch drauf. Man sieht ihn echt nicht auf der Haut. Und es ist so ein angenehmes Gefühl, den zu tragen. Ich mixe den mir sogar früh so meine Tagespflege mit rein und gebe den oben drüber nochmal. Für mich ist es einfach wichtig, wirklich meine Haut auch sehr, sehr gut zu pflegen. Dafür benutze ich übrigens die Produkte von Yepoda. Da kommen wir gleich zu noch einem sehr, sehr guten Produkt. Und tatsächlich ist mir einfach meine Hautpflege mittlerweile sehr, 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 sehr wichtig. Und SPF spielt einfach eine riesengroße Rolle. Und deswegen, der ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen, weil ich den wirklich unfassbar gut finde. Weiter, um nochmal auf SPF zurückzukommen. Ich benutze nicht so oft Primer. Allerdings habe ich jetzt einen Primer gefunden, der wirklich, wirklich gut für mich funktioniert. Das ist der Make-up Factory UV Protection SPF Primer. Und der ist so, 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 so gut, wirklich. Der hat auch nochmal einen SPF von 50. Natürlich nicht die Menge, die man nur ausschließlich benötigt. Deswegen immer noch ein extra SPF unten drunter geben, aber der gibt einfach nochmal, der hat die ähnliche Farbe wie der andere, richtige SPF, aber der gibt nochmal zusätzlich SPF-Schutz und der gibt nochmal zusätzlich SPF und schützt die Haut einfach vor UV-Strahlung, denn das Ganze führt dazu, dass die Haut altert, also die UV-Strahlen der Sonne sorgen dafür, dass die Haut altert, dass das Hautkrebsrisiko extremst erhöht wird und das Ganze ist einfach nicht gut für die Haut und um dem entgegenzuwirken, benutze ich diesen Primer nochmal zusätzlich. Davon abgesehen hat er ein sehr, sehr schönes Finish, sehr schön glowy, wie ihr seht und hat einfach auch nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit, das er mit reinbringt. Und ich finde auch, dass die Make-up, dass man Make-up dadurch länger hält tatsächlich. Also der vereint eigentlich alles, was ich gerne mag. Also den finde ich sehr, sehr gut. Wie ihr wisst, ist mir ein gesunder Glow auf der Haut, wie man heute auch wieder sieht, sehr, sehr wichtig. Ich liebe leichte Deckkraft. Ich trage heute auch wirklich nur das Soft Glam Filter Fluid von Catrice, das neue, im Test. Und das Spoiler Alert gefällt mir sehr gut. Ich habe ein sehr, sehr glowy Make-up. Aber ich benutze auch häufigst wirklich gar kein Make-up, was jetzt so eine Deckkraft hat oder so, sondern einfach nur meine Hautpflege und gebe da ganz oft von Typology das Vitamin C Glow Drops mit rein. Das hat einfach so einen schönen Glow. Es kommt in so einem ganz schlichten Packaging, total schön, mit so einer Pipette. Und man muss es vorher ein bisschen schütteln und dann gibt man sich das einfach auf und wie ihr seht, ist das ziemlich flüssig. Und das Ganze ist einfach so ein ganz softes Serum, was nochmal so richtig schön viel Glow auf die Haut bringt. Und das benutze ich so, so oft einfach auf meiner normalen Haut, ohne irgendwelchen Concealer, Foundation, ohne irgendwelches Make-up. Und es sieht einfach so unfassbar gut aus. Das ist wirklich so schön. Wirklich Wahnsinn. Oh, wie die Haut da glowt. Das ist so wunderschön. Es gibt
auch zusätzlich noch mal ein bisschen Hautpflege mit rein. Es hat diesen, wie gesagt, diese Vitamin C, das Vitamin C mit drin, was der Haut noch mal so ein bisschen so noch mal einen Boost gibt. Und einfach ist ein wirklich, wirklich schönes Serum. Und wie gesagt, wenn man Vitamin C benutzt, sollte man auch immer ein SPF tragen. Deswegen sind die zwei anderen vorherigen Produkte auf jeden Fall sehr, sehr gut dafür geeignet, um die drunter zu geben. Und kommen wir jetzt zu einer Foundation, die ich momentan sehr, sehr liebe. Und zwar von Makeup Factory. Die Luminous Serum Foundation. Die ist so gut. Die kommt in so einer Glasverpackung unfassbar hochwertig. Und hat einen Pumpkopf auf jeden Fall. Und hat so ein richtig schönes Packaging erstmal. Und dann ist dieses Make-up so, so schön. Es deckt so mit einer mittleren Coverage und hat auch so einen gesunden Glow mit drin. Es ist wirklich ein unfassbar gutes Make-up, was sehr, sehr lange hält, was eine schöne Deckkraft abgibt, die Haut schön ausebnet und einfach, wie gesagt, die Haut so strahlen lässt, auch wie von innen. Also es ist so ein richtig hautgleiches Finish. Total, total schön. Hat 30 ml drin und das ist ein wirklich, wirklich gutes Make-up. Also sehr, 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 sehr gut. Ähnlich wie das wie die Foundation finde ich aber auch den Hourglass Hydrating Skin Tint, das Whale, sehr, sehr gut. Ihr wisst, ich habe ein Reel dazu hochgeladen und auch auf YouTube Shorts. Wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, schaut gerne vorbei. Und das ist einfach ein Skin Tint mit einer leichten Deckkraft, der aber auch ein sehr, sehr, sehr schönes Finish hat. Der ist nicht ganz so glowy wie die Foundation vorher, sondern hat so einen leichten, so ein Satin Finish, also aber hat auch so eine schöne Consistency, die ist ein bisschen cremiger als die andere Foundation und gibt einfach so ein richtig schönes Finish auf der Haut. Ihr habt das gesehen bei dem Hailey Bieber Make-up, was ich nachgeschminkt habe, die hat das auch benutzt tatsächlich. Und hier ist die von Makeup Factory und hier ist der von Hourglass und es sind einfach zwei Foundations bzw. Skin Tints, die eine sehr, sehr schöne Textur schaffen auf der Haut. Nichts so krass irgendwie betonen oder so. Also wirklich, wirklich ein schönes Finish geben. In dem trage ich übrigens auch die Farbe 5. Ich finde, die ergänzt meinen Hautton sehr, 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 sehr gut, muss ich echt sagen. Kommen wir jetzt zu einem Bronzer, der mich umgehauen hat. Der ist so gut. Ihr seht, dass, der Schriftzug ist auch schon fast weg. Und zwar ist das der von Cass. Das ist der Cass Berlin 365 Bronzer in der Farbe Light to Medium. Wie ihr seht, da der Schriftzug von Cass ist schon sehr gut abgetragen. Und ich finde, der gibt einfach so einen unfassbar schönen Glow auf der Haut, so ein Bronzed Finish. Ist ein sehr, 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 sehr schönes Puder. Sehr ähnlich zu dem von Nabla und auch von Hatice Schmidt. Also ich denke, der wird so eine ähnliche Textur auch insgesamt haben. Also vom Finish her sieht er sehr, sehr schön aus. Der ist nicht super glowy, aber auch nicht so ganz matt. Der hat so eine leichte Bewegung drin. Es ist unfassbar schön, wirklich. Ich kann den wirklich sehr empfehlen. Hat einen Spiegel noch mit drin. Es ist ein total tolles Produkt. Schaut auf jeden Fall mal bei Cass vorbei. Ich linke euch alle Produkte, die ich euch zeige, in die Infobox. Super schönes Produkt, wirklich wahr. Kommen wir zu einem Blush, der mir es unfassbar angetan hat. Ich liebe den. Und zwar ist das der Pillow Talk Beauty... Der Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand von Charlotte Tilbury in der Farbe Pink Pop. Der kommt in diesem bewährten Packaging, den habe ich euch auch schon öfters gezeigt, habe ich auch in dem Hailey Bieber Video benutzt und auch schon in einigen anderen wahrscheinlich. Ich liebe die Farbe einfach, das ist ein unfassbar schöner Farbton, der so leicht pinky ist. Ich zeige ihn euch hier mal. Und ich finde, man kann das einfach sehr gut auch dosieren, sehr schön ausblenden. Hat kein komplett mattes Finish, auch wenn es das sagt, sondern eher so ein Satin-Finish. Gibt der Haut einfach auch wenig
Also es betont nicht die Textur, dennoch gibt es eine sehr schöne Frische, lässt sich sehr, 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 sehr gut ausblenden und hat einfach einen sehr, sehr schönen Farbton, der meiner Haut sehr gut schmeichelt. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von denen, muss ich echt sagen. Ich habe noch eine andere Farbe. Sehr, 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 sehr toll. Und ich mag auch den Contour Wand, aber ja, den habe ich mir nochmal nachbestellt, weil der erste ist schon leer. Kommen wir zu einem Produkt, was mich einfach in der ganzen Art und Weise in dem Video, wo ich es benutzt habe, umgehauen hat. Tatsächlich, ohne zu übertreiben. Und zwar zu dem Asam Beauty Magic Finish Glow Powder Baked. Das ist so unfassbar schön. Also wirklich, ihr seht es in dem Video. Das hat mich umgehauen. Die Textur, das Finish, die Langlebigkeit. Ich habe es auch heute nochmal in meinen Innenwinkel gegeben, damit ihr das seht. Dieser Glow ist echt nicht von dieser Welt. Hat auch ein schönes Packaging, kommt ziemlich schwer, ziemlich hochwertig, mit einem Spiegel drin. Da sind insgesamt 7 Gramm Produkt drin, ist auch nicht so wenig. Kostet auch nicht so krass viel. Findet ihr im Rossmann, findet ihr bei der Müller Drogerie. Oh, es ist online, kann man noch ein bisschen was drauf sparen. Wenn ihr es verblendet, dieser Schimmer, dieser Glow, betont keine Textur, keine Poren. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Er ist so leicht marmoriert. Es hat mich umgehauen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schön dieses Produkt ist. Oh mein Gott. Kommen wir jetzt zu Augen-Make-up. Ich habe zwischenzeitlich meinen heißgeliebten Bronze Top Coat von Natasha Denona verloren. Der ist irgendwie... Ich habe ihn in der Wohnung verloren. Ich wusste nicht mehr, wo er ist. Jetzt ist er auch leider ein kleines bisschen kaputt. Ich habe mir den auf eBay nachbestellt, weil ich den über alles liebe. Werde den auf jeden Fall auch für meine Hochzeit benutzen und alles. Und ich habe mir dann aus leider Verzweiflung, weil ich dachte, okay, der von eBay kommt auch nicht an, von Victoria Beckham, weil ich da einige Produkte schon die ganze Zeit hatte, was ich haben wollte. Ich zeige euch gleich noch ein anderes. Einige im Warenkorb hatte, dachte ich, okay, wenn ich einmal da bestelle, kann ich mir halt auch das Ding mitbestellen. Ja, es war erstens ein Fehler und zweitens eine sehr gute Investition. Und zwar ist das so ein Lid Luster von ihr in der Farbe Honey. Dieses, der ist so ähnlich wie der von Natasha Denona, aber noch schimmernder, noch krasser, noch... Ich weiß auch nicht. Das ist, der gibt so einen schönen, 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 so ein unfassbar schönes Finish auf die Augen. So ein Bronzed Look, aber auch so ein Wet Look, dass es einfach aussieht, als hätte man irgendwie nur Bronzer drauf. Es ist der Hammer. Das, wow, also wirklich das Finish, die Farbe, das ist der absolute Wahnsinn. Die sind schweineteuer, aber das Packaging ist toll. Die Textur ist toll, die Langlebigkeit ist toll, die Farbe ist toll, es ist toll, es ist wirklich toll. Kommen wir zu einer Mascara, die mich wirklich umgehauen hat. Und zwar ist das die Huda Beauty One Coat Wow Mascara. Die hier. Die habe ich auch in dem Hailey Bieber Make-up benutzt. Und dazu findet ihr auch ein Reel auf meinem Social Media. Also auf Instagram werdet ihr dazu noch ein Reel sehen. Das ist so eine Gummibostenbürste, ziemlich dick, auch so ein bisschen geschwungen. Und es ist der Wahnsinn, also wirklich, was die für eine Länge zaubert. Ich habe heute eine braune Mascara drauf, das ist nicht die. Die ist von Catrice. Wie gesagt, Full Face of Catrice ist drauf. Also die Augenbrauen, zu denen kommen wir gleich. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Mascara, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Augenbrauen. Ich habe endlich ein Eyebrow Gel gefunden, was mir so gut gefällt. Das ist von Refy, der Brow Sculpt. Kommt in so einer, mit so einer weißlichen Konsistenz. Das sieht man dann auf den Augenbrauen nicht mehr. Ich habe das heute benutzt tatsächlich. Und kommt mit so einem Bürstchen. Und wenn man hier den Deckel abzieht, kommt das noch mit so einer, hier so einem Bürstchen und so einem Kamm. Benutze ich eigentlich nie, aber
Das ist wirklich der Hammer. Also das ist das erste mit dem von Fleeky. Also ihr wisst, ich hatte ziemlich viele Struggles mit meinen Augenbrauen. Zwischenzeitlich fand ich das hier sehr, sehr gut. Das von Catrice fand ich auch gut, im Brow Glue. Das da ist jetzt das von Too Faced, das Fluff and Hold Brow Wax. Das ist sehr gut, hat manchmal aber eine komische Struktur in den Augenbrauen hinterlassen. Dann habe ich hier von Fleeky das Brow Fix, was wirklich ähnlich ist wie das von Refi. Das muss ich aber noch ausgiebiger testen. Hat auch genauso dieses Bürstchen und diesen Kamm dran. Übrigens das hier auch, das habe ich aber erst festgestellt, obwohl ich das schon Monate da habe. Total weird, aber gut. Aber das hier ist tatsächlich das erste, was meine Augenbrauen wirklich so hält, wie ich sie haben möchte. Ohne irgendwelche komischen Texturen in den Augenbrauen zu hinterlassen. Das ist wirklich ein tolles, tolles Produkt. Und das Shipping war tatsächlich auch schneller, als ich dachte. Innerhalb von 4 Tagen war es da. Also Wahnsinn. Total gut. Ist auch nicht so super teuer. Auf jeden Fall günstiger als das hier von Too Faced. Davon abgesehen ist Too Faced auch eine Marke, die ich nicht unbedingt supporten möchte. Ja, und deswegen... Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Kommen wir jetzt noch zu Lippenprodukten. Und zwar habe ich hier von Victoria Beckham den Lip Definer in der Farbe 02. Das ist eine Farbe, die trage ich auch heute als Lippenkontur. Oh mein Gott. So, 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 so schön. Das Packaging ist der Wahnsinn. Der Deckel ist so hochwertig. Oh, dieses... Das ist so schön, ist einer zum Anspitzen, die Farbe ist toll, hält lange, lässt sich sehr, sehr gut verblenden und war einfach meine liebste Lippenkombi zusammen mit dem Get Glossy von Yepoda, mit dem Balm. Das ist so ein leichtes Lippenöl. Ich swatch euch den mal schnell so. Und dieses Lippenöl von Yepoda ist in der Zusammenarbeit mit Bausch und hat einfach... Das ist so klar und gibt einfach so ein schönes Finish auf die Lippen. Und das hier ist der Lip Liner. Der lässt sich so, so schön verblenden, auch mit den Lippen. Mit den Lippen und auch mit den Fingern. Ich gebe da einfach so ein kleines bisschen an die Konturen auf und verblende mir das und dann gebe ich das hier drüber. Und das sieht so, 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 so schön aus. Wirklich, die Lippenkombi ist einfach unfassbar. Jetzt gerade trage ich von Makeup Factory die Farbe Nude von der neuen Limited Edition drauf auf den Lippen und den von Victoria Beckham Beauty. Zu Makeup Factory findet ihr bald einige Reels auf Instagram, weil ich ein PR-Paket von denen geschickt bekommen habe. Wow! Vielen Dank dafür. Wie gesagt, dazu findet ihr dann auf jeden Fall auch auf Instagram noch was. Und zu den Produkten von Yepoda habe ich schon ein komplettes Reel online gestellt. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, wenn ihr das Ding in Action sehen wollt. Genauso wie mein letzten Favoriten, und zwar das Get Glassy von Yepoda in der Zusammenarbeit mit Bausch. Wenn ich kein Make-up benutzt habe, sondern einfach nur dieses Tapology Vitamin C Serum, habe ich den auch so oft dazu getragen. Das ist dieser Balm, das ist so ein Make-up-Balm, so ein Rouge-Balm, der einfach so eine richtig schöne Farbe hat. Der ist ziemlich schier, wenn man den aufträgt und ausblendet. Jetzt gerade sieht er ein bisschen mehr pigmentiert aus, als er ist. Dazu, wie gesagt, habe ich ein komplettes Reel online gestellt. Ist so schön, einfach auch auf der nackten Haut sozusagen, wenn nur Pflege drauf ist, sieht unfassbar schön aus. Und gibt einfach diesen Glass-Skin-Effekt. Also es ist echt der Wahnsinn. Ich würde sagen, das waren alle meine Favoriten im Monat Juli. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Alle Produkte, die ihr hier gesehen habt, findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Genauso wie meine Social-Media-Seiten. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei für mehr Inspo. Auf Instagram bin ich noch ein bisschen aktiver als hier. Und ich habe auch in den nächsten Monaten sehr, sehr viele Videos geplant. Ich habe eine Riesenliste angefertigt. Ich bin unfassbar hyped. Ich bin richtig, 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 richtig hyped, hier richtig durchzuziehen. Also abonniert gerne meinen Kanal, kostenlos hier. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Schreibt mir gerne einen Kommentar, falls euch irgendwas einfällt, euch das Video gefallen hat, falls ihr eure Favoriten mit mir teilen möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dann. Ciao, habt einen schönen Tag.